Ja, das ist hier also ein richtiges Schätzchen. Das ist ein Taschenrechner, der in Basic programmiert werden konnte aus den 80ern. Und das ist ein Komplettpaket. Richtig so ein schönes Köfferchen. So 3 Kilo, schätze ich mal. Und das Ding war richtig teuer damals. Besonders in dieser Ausführung. Also für Ingenieure und so, die halt damit arbeiten mussten. Ja, und das Tolle ist, also da ist jetzt der eigentliche Rechner, den kann man rausnehmen. Hier ist auch ein Netzteil dabei und ein Drucker. Es ist aber nicht nur ein Drucker, sondern auch ein Plotter. Das heißt, man kann also Funktionen ausplotten, also so Sinuskurven zum Beispiel oder so. Halt mathematische Funktionen. Und das hier ist der kleine Mini-Kassettenrekorder. Und wie süß. Und damit konnte man halt die Programme speichern und auch wieder abrufen. Hier mit so einem kleinen Zähler und so. Hier war sogar eben noch ein bisschen Saft drauf. Hier habe ich die Batterien erneuert. Der geht schon. Ja, dann werde ich mal ein bisschen mit rumexperimentieren mit dem Ding. Gefällt mir sehr gut. Ich habe gerade das Gerät mal aus dem Koffer so rausgehoben. Da entdecke ich, hier ist ja noch ein Deckel. Und hier ist dann noch ein unteres Fach und da sind die Ersatzteile. Also hier ist noch eine Rolle, Papierrolle. Und das ist was, das sind diese Druckstifte. Das ist ja ein Vierfarbdrucker oder Plotter. Und für irgendwas sind diese ganzen Sachen gut. Ist irgendeine Welle? Spannend. So, jetzt habe ich mal das Netzteil angeschlossen. Mal gucken, jetzt mache ich mal den Drucker an. Der hat gezuckt. Klickt. Jetzt mache ich mal das Kassettenlaufwerk an. Schneller Vorlauf. Ja. Schneller Rücklauf. Auch. Play. Höre ich jetzt nichts, so wird wohl auch gehen. Sehe auch nichts. Das sind diese Mikrokassetten. Niedlich. Kriegt man noch bei eBay, ist gar kein Problem. Ich habe jetzt mal welche von Sony genommen, weil ich dachte, die sind vielleicht ein bisschen besser. Goldig. So, dann kommen die da so rein. Ich schätze mal. So. Ja. Play geht nicht. Muss ich mal reingucken. Das sind meistens die Antriebsriemen oder so.